Mein Nacken ist ein bisschen verspannt. Freunde, wer gut, tief und gesund schläft, weil er sich gesund auf den Schlaf vorbereitet, der hat die Chance, mehr Muskelmasse aufzubauen, mehr Kraft aufzubauen und am nächsten Tag glücklicher zu sein. Ist das mein Ernst? Yes, das ist mein Ernst, Freunde. Herzlich willkommen bei Andreas Wimbacher, Personal aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T, zum Thema gesunder Schlaf. Freunde, es ist kein Spaß. Ich bin ja schon lange in der Beratung und stelle immer wieder fest, dass viele Menschen das Thema Schlaf nicht für besonders ernst nehmen. Da gibt es ganz viele Hintergründe. Man möchte noch was vom Tag haben, man denkt, es geht was flöten, ich habe was verpasst, also bleibe ich lange offen, ich muss noch was erleben. Ich möchte einfach nicht ins Bett. Warum schlafen? Was ist schlafen? Schlaf ist nicht wichtig. Das sehe ich nicht gern so. Schlafen ist für uns Menschen, wie auch für die Tiere, was ganz, ganz Wichtiges. Ich persönlich bin ein sogenannter 8-Stunden-Schläfer. Ich gehe jeden Abend pünktlich zwischen, jetzt kommt's Freunde, zwischen 9:30 und 10 Uhr ins Bett, weil ich morgens in der Regel 5:45, 6 aufstehen werde. Ich stehe auf, weil ich den Tag schon sehr gerne sehr früh beginne, weil ich natürlich auch morgens schon Kundschaft habe, die morgens schon gerne Personal Training betreibt, um 7 Uhr. So, damit ich ausgeruht bin, damit ich Power habe, damit ich gut drauf bin, gehe ich regelmäßig früh ins Bett und achte darauf, dass ich einen gesunden, ganz tiefen Schlaf komme. Ja, Freunde, es ist vielleicht nicht unbedingt wichtig, dass ich 8 oder 9 Stunden schlafe, sondern dass ich tief schlafe, dass ich viele Tiefschlafphasen habe. Und da gibt es einfach gewisse Dinge, die muss man berücksichtigen, sollte man berücksichtigen. Wie komme ich in einen guten, gesunden und tiefen Schlaf, der mir verhilft, dass ich am nächsten Tag mehr Leistung körperlich wie geistig bringen kann und dass ich gut drauf bin, dass ich genügend Dopamine habe, die mich wach machen und genügend Endorphine habe, die dafür sorgen, dass ich gut drauf bin. Das kann man mit einem guten Schlaf sicherlich erreichen. So, jetzt kommen wir in den guten Schlaf. Wie kommen wir zu guten Schlaf? Ganz einfach, da habe ich sicherlich jetzt wertvolle Tipps für euch. Und zwar erstmal dafür sorgen, dass wir in den Schlaf kommen, indem wir vorher alles, was spannend ist und was aufregend ist, sei es irgendwelche Social Network Plattformen, sei es Angucken von irgendwelchen YouTube-Videos, wo sie sich gegenseitig beschimpfen, sei es irgendwelche krasse Sendungen, wo es um Leben und Tod geht, wo es spannend ist, sei es ein Buch, das extrem spannend ist. Das sind alles Dinge, die wühlen uns auf. Auch Sport, das heißt Sport zu spät, 20.30 Uhr, 21 Uhr noch zu machen, wühlt uns auf. Und dann wundern wir uns, dass wir vor 12, 12:30, 1 nicht ins Bett kommen und müssen aber schon um 6 Uhr wieder aufstehen. Und sind dann müde, sind morgens gerädert. Fängt schon an, dass man morgens dann so gerädert ist, dass man gar keinen Bock hat zu frühstücken. Ja, weil der Körper ist so müde, der Geist so mit sagt, ich habe keinen Bock, was zu tun. Nee, lass mich bitte in Ruhe. Nee, ich möchte nichts essen. Nein, ich habe keinen Bock, irgendwas zu richten. Nee, ich gehe jetzt einfach aus dem Haus. Hast du dich gerade erkannt? Hast du dich gerade erkannt? Wenn du dich erkannt hast, jetzt habe ich die Tipps. Also, was machen wir? Wir achten darauf, dass wir eine halbe Stunde bis drei Stunden, bevor wir ins Bett gehen, alles, was uns stimuliert, im Sinne von viel zu viel Dynamik, von zu hohem Adrenalinspiegel, das versuchen wir abzuschalten. Genau, indem wir zum Beispiel keine spannende Sendung angucken, kein extrem aufregendes Buch lesen und die Finger weglassen von irgendwelchen Handys, von irgendwelchen Rechnern. Vielleicht Musik hören. Ja. Oder vielleicht meditieren. Oder Stretching mache ich oft. Ich mache Stretching abends, bevor ich ins Bett gehe. Ich fahre den Muskeltonus runter. Perfekt zum Schlafen gehen, wenn man sich auf den Körper fokussiert. Meditation. Wer es kann, das ist 10 Minuten Meditation. Es ist keine Zeit. Kann man üben. Gibt es ganz tolle Apps dafür. Kann man üben. Das sind alles Sachen, wo man sich vorbereiten kann auf einen gesunden, tiefen Schlaf. Und, was auch wichtig ist, das Schlafumfeld. Gutes Bett, Freunde. Ihr verbringt ein Drittel eures Lebens im Bett. Also spart bitte nicht im Bett. Ich persönlich habe ein Wasserbett. Und das Wasserbett möchte ich nicht mehr vermissen. Das ist echt eine geile Sache. Für mich eine geile Sache. Gibt auch andere Bettformen. Aber ein gutes Bett muss sein. Zusätzlich gute klimatische Voraussetzungen im Schlafzimmer. Das heißt frische Luftzufuhr zum Beispiel. Zusätzlich versuchen alles abzudunkeln, dass es ganz dunkel ist. Es gibt wissenschaftliche Studien, die beweisen, dass Dunkelheit dafür sorgt, dass man gut schläft. Dass zu hell dafür sorgt, dass man nicht gesund und tief schläft. Dann, was können wir noch machen? Ja, ich schalte immer mein WLAN aus. WLAN ist komplett aus.
Mein Handy ist auf Flugmodus, ich brauche keine Strahlen um mich herum. Mein Handy liegt neben dem Bett, warum? Weil ich mich damit wecken lasse. Aber es liegt so einen Meter weg. Und aber WLAN und sonst die Verbindung zum Handy ist alles ausgeschaltet. Ich brauche keine Strahlen außenrum. So, das sind Sachen, die helfen mir, deswegen habe ich einen gesunden Schlaf. Ich tracke mit meiner Fitbit auch seit geraumer Zeit meinen Schlaf und gucke da mal wieder rein und stelle fest, ich habe echt einen verdammt guten Schlaf. Das könnt ihr jetzt gleich sehen an den Bildern, was jetzt gleich einfließen, dass ich einen richtig guten Schlaf habe. Wenig Wachphasen, gute Tiefschlafphasen und lange Schlafphasen. Freunde, bin mir jetzt nicht sicher, ob ich alles angesprochen habe. Ah ja, viele haben das Problem, dass sie nachts pinkeln gehen müssen, danach nicht mehr einschlafen. Ja, dieses Risiko kenne ich, das habe ich manchmal auch. Dass man dann auf der Toilette sitzt und dann geht's los. Oh ja, da war noch das, das muss ich morgen machen, das muss ich machen, das fällt mir noch ein, das müsste ich noch machen. Das ist eine schwierige Sache. Wichtig ist schon mal, wenn ihr auf die Toilette geht, kein Licht anzuschalten. Kein Licht, geht im Dunkeln. Versucht im Dunkeln zu gehen. Ich kann das, ich brauche kein Licht, ich weiß, wo ich hin muss. Ich überrasche mich ja nicht selber, dass ich auf dem Waschbecken sitze. Nee, ich weiß, wo die Toilette ist, alles gut. Wenn es geht, geht im Dunkeln, macht die Augen nicht zu weit auf, sonst kommt zu viel Helligkeit rein, dann werdet ihr wach. Ja, und was gibt es noch? Ja, gut, ganz gut ist, wenn man den tagsüber viel trinkt, sodass man nicht noch abends um 20 Uhr, 21 Uhr sagt, mir fehlt noch ein ganz Liter Wasser, jetzt muss ich noch ein Liter Wasser reinschütten. Das hilft natürlich auch nicht, weil da werdet ihr garantiert nachts wach, weil der Liter Wasser muss wieder raus. Deswegen ist es ganz gut, wenn man versucht, so bis 17, 18 Uhr seine Gesamtmenge, seine Haupttrinkmenge reinzukriegen, schön verteilt über kleine Dosierungen. Und dann hat man auch oft nicht das Problem, dass man nachts aufwacht. Vor allem, wenn man gute Tiefschlafphasen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch geringer, dass man aufwacht. Okay, Freunde, das war's zum Thema Schlafen, zum Thema guter, gesunder Regenerationsschlaf. Ich hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte. Ich freue mich natürlich auch über rege Teilnahme in einer formellen Diskussion. Der ein oder andere hat vielleicht auch schon andere Erfahrungen gemacht. Schreibt es einfach unten rein. In die Kommentare und gegen einen Like habe ich auch nichts. Ihr dürft mich gerne ein bisschen loben, wenn ihr meine Arbeit gut findet. Wenn ihr sie nicht gut findet, dann gibt es vielleicht auch mal einen Daumen nach unten. Nur ich hoffe, bitte nicht zu viel Daumen nach unten, sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen. Das war's, Andreas Wienbacher, Personal aus Karlsruhe. Bekannt auch aus Mr. T.